Die größten TV-Hits aller Zeiten. Heute die 14 besten Kultserien. Mit Hella von Sinnen. Alf. Null Problem. Und mit Dirk. Die größten TV-Hits aller Zeiten. Und ich hätte hier jetzt ein kleines Auto. Und wenn Sie mich da drin sehen, erinnern Sie sich vielleicht, in welchen Serien es diese fliegenden Autos gab. So, dann mal los. Oje. Also, ich wirke jetzt vielleicht ein bisschen wie Schumacher auf Ecstasy, aber die Autos flogen nicht am Nürburgring, sondern viel weiter westlich. Und hier sind die Plätze 14 bis 17. Oh mein Gott! Oje. Woo. Woo. Das ist nicht. Die Straßen von San Francisco ist auch heute noch meine Lieblingsserie hier, wenn sie irgendwo läuft. Ich bin Lieutenant Stone, das ist Inspektor Heller von der Mordkommission. Der blutjunge Michael Douglas und Karl Malden. Der halbe Penis, den er im Gesicht getragen hat, das war Wahnsinn. Also wenn der irgendwie das Bild betrat, war erstmal seine Nase und dann so der Rest. Sehe ich etwa wie einer von der Polizei aus? Das ist sogar empfehlenswert in so einer Gegend. Karl Malden war ja schon ein Weltstar und Michael Douglas hat, glaube ich, damit angefangen. Oh nein. Steve! Oh ja, los geht's, Westentaschen Casanova. Damals hat er seinen Vater noch nicht in den Schatten gestellt. Später hat er das. Er wurde dann noch berühmter. 1996 wird Michael Douglas zu Amerikas Publikumsliebling gewählt. Karl Malden überreicht den Preis. It's been a long time. Es ist sehr lang her, dass wir zusammen durch die Straßen von San Francisco jagten. Und wie ein Sohn, den ich niemals hatte, hast du mir Freude und Glück geschenkt. Dafür danke ich dir. 98 Folgen lang waren die beiden ein Team. Dann stieg Michael Douglas aus. Und Michael Douglas, einer der wenigen, der gesagt hat, so, ich mach das nicht mehr. Und dann ja wirklich eine große Karriere hingelegt hat. Die meisten haben ja auch gesagt, ich mach das nicht mehr, ich werde jetzt Filmstar. Und ja, dann sah man sie irgendwie in einer Fußgängerzone mit einem Lama und einer Panflöte stehen. Bonanza. Unvergessen die Darsteller. Horst Cartwright, wer Pa? Bist du ganz sicher? Pa ist auf der Nordweide. Da waren die meistens auf der Nordweide. Wenn sie nicht da waren, sie auf der Nordweide. Wir werden uns weiter um den Viehtrieb kümmern. Lawn Green. Der Oberbonanza-Boss. Hoss hatte den tollsten Hut von allen. Little Joe gefiel den Mädchen am besten. Hopsing hat so herrlich gekocht. Hopsing, sehr schlau. Jawohl, sehr schlau, Hopsing. Hopsing war ja sowieso auch so der Held der Kindheit, ne? Jeder wollte so einen chinesischen Koch wie Hopsing haben. Hopsing wollte ihn abziehen und ein schönes Ragout mit Kartoffeln und Zwiebeln daraus machen. Dienstag hatte ich Training vorher, dann bin ich noch an so einer Frittenbude vorbei, hab mir Currywurst mit Pommes frites gekauft, hab mir das einpacken lassen nach Hause und hab mir dann Bonanza angeschaut. Ja, Bonanza, ja, ja, schon. Ja, das war ja Pflicht damals. Franz Meerstorn, Günther Willers und ihre Maschinen. 320 PS. Auf Achse, eine Vorabendserie in der ARD. Manne Krug, kurz nachdem er aus der Ex-DDR rübergemacht hatte, hat er erstmal diese Serie bekommen, da die waren ja wie in einem Kessel, der wollte die Welt erstmal kennenlernen, hat er mir erzählt. Gedreht wurde an Originalschauplätzen auf der ganzen Welt. Ja, wir sind mit einem ziemlich kleinen Team unterwegs, müssen uns behelfen können und können nicht eine große, noble Produktion abziehen. Wir sind auch nicht in Luxushotels, wir leben also wirklich in dem
in dem Land. Das war so immer diese Romantik, dass man so dachte, boah, Trucker, das sind ja coole Typen. Die fahren durch die Gegend und lösen irgendwelche Kriminalfälle und erleben ganz tolle Abenteuer. Was ist denn los? Ich habe später gehört, Manfred Krug konnte immer nie aus der Scheibe gucken, weil überall sein Text klebte. Man konnte, wenn man dazu geguckt hat, also er hat auch richtig geschwitzt, man konnte sich vorstellen, wie es in dieser Fahrerkabine riecht. Nicht gut. Inspektor Columbo, Ma'am, Polizei. Columbo ist nun wirklich ein Phänomen. Also ich liebe Peter Falk. Ich liebe ihn. Das war nett. Wunderbar. Wunderbarer Schauspieler. Ich fürchte, damit haben Sie recht. Die Sache mit dem Hund, das alte Auto, der Knautschmantel, die Zigarre, seine Frau, die nie auftaucht und von der man auch nicht weiß, wie sie mit Vornamen heißt. Hervorragend. Sie sind ein intelligenter Mensch, Columbo, aber Sie kaschieren es. Sie tun so, als wären Sie ein Trottel. So machen Sie aus den Mängeln eine Tugend. Man unterschätzt, verkennt Sie. Und so bringen Sie die Menschen zu Fall. Ja, ich meine, als amerikanischer Ermittler ein Peugeot zu fahren, ist natürlich sehr gewagt. Das ist ein Peugeot, Baujahr 50, Sir. Sowas gibt's nicht oft. Columbo verabschiedet sich immer ungefähr so. Oh. Hm? Ah. Oh, beinahe. Ach, eine Frage hätte ich noch. Oh, da gibt es doch noch eine Kleinigkeit. Das ist das beste Beispiel dafür, was eine Kultsendung ist, dass die vor 20 oder 30 Jahren funktioniert hat und heute immer noch. Das war ein Krimi. Glaubst du, du kannst mich mit einem Eis rumkriegen? Sehr interessante Konstruktion. Alpha-Gut. Eine Serie mit einem Außerirdischen und dann noch so ein putziges, zotteliges Tier, das fand ich sehr süß. Alf war eigentlich eine Abkürzung für außerirdische Lebensformen, mehr nicht? Macht euch doch bequem. Setzt euch. Der Olle Alf, der macht euch alles für euch. Das Kochen, das Servieren und das Abwaschen. Nur wenn ihr in euer Schlafzimmer wollt, dann seid ihr auf euch selbst angewiesen. Zwinker, zwinker, kicher, kicher. Null Problemo. Null Problemo. Das war auch übrigens auch einer der Sprüche zu der Zeit, die man dann überall gesagt hat. Null Problemo. Lass mir nur den Schlüssel zum Schnapsschränkchen da. Ich war am Anfang sehr irritiert, dass Alf so gerne Katzen gegessen hat. Ich glaube, Lucky hieß sie, Lucky, die Katze der Familie. Wir lieben beide Katzen. Allerdings, ich mag sie mehr mit Pommes frites. Die Katze war auch bei Tanners immer so ein bisschen das gefährdetste Wesen. Hallo Lucky, was machst du? Hast du vielleicht Lust auf ein Schwätzchen? Ein Außerirdischer, der klingt wie ein Schwerstalkoholiker. Und die Lache dazu. Das war groß. Die kann man ja nicht nachmachen. Muss man ja den Kopf in die Toilette stecken und vorher 7 Flaschen Whisky trinken, um zu versuchen, an die Stimme von Alf ranzukommen. Tommy Pieper hat ihn in Deutschland synchronisiert mit dieser unverwechselbaren Whisky-Stimme. Ich würde es aufwischen, aber ich bin zu deprimiert. Ja, Hella. Du als alte Western-Lady, lass uns kurz über Bonanza sprechen. Ich bin ganz aufgeregt, was ihr hier für herrliche Devotionalien habt. All diese schönen Bücher. Hattest du auch die Bücher? Ja, ich glaube, ich hatte sogar ein Buch, aber das ist ja schon Kult. Hier auch die Heftchen, ich wusste gar nicht, dass es die gibt. Was ich heute noch so liebe, ist Pernell Roberts, also Adam, ja. Und eben auch Long Green, der Alte. Die trugen ja alle Toupets. Mhm. Und da musste man drauf achten, jedes Mal, wenn die müssen ja immer reinkommen und ihre Hüte abnehmen. Und jedes Mal ist Schnitt. Weil sie müssen danach immer erst den Pfiffi richten. Und dann geht es immer erst weiter, wenn die Maskenbildnerin dran war. Es ist wunderbar, ich liebe es. Es ist wunderbar. Ja. Ja, ich kann mir das vorstellen, wie das war. Sag mal, was wolltest du denn eigentlich immer sein? Wolltest du lieber Indianer sein oder Cowboy? Also, natürlich gab es Winnetou mit Pierre Brice und das fanden wir alle ganz toll. Aber lange Haare standen mir einfach nicht. Mhm. Und da ich immer ein Junge sein wollte und kurze Haare waren da pfiffiger, ich nannte mich auch gerne Herbert, wollte ich eigentlich ein Cowboy sein. Ah ja, da wollen wir doch noch mal genau nachgucken, ob das wirklich stimmt mit dem Cowboy. Ach, was hast du denn recherchiert? Na. Oh. Na, wenn das mal nicht Hilly ist. Ja, das bin ich, aber da bin ich ja noch viel kleiner. Da bin ich ja 3 oder 24. Schummerle und Träumerle. Gott, habe ich mich vor diesen Puppen geekelt. Aber also, du warst wehrlos. Ja.
eine wehrlose Henny, der eine kleine Indianeruniform übergezogen wurde. Oh mein Gott, guck mal, da höppelst du auf dem Kerl, da sitzt Tanne. Hanne, Gott hab sie selig. Ist das süß. Aber als ich dann größer war, eben 7, 8, 9, 10, wollte ich Cowboy sein. Und das Beste war einfach immer Karneval, wenn ich am Kiosk diese Pistolentaschen gekauft habe, immer wieder neue Hüte. Westen, das stand mir. Die Weste an sich kaschierte ja auch. Ja, die Weste kannst du gut tragen. Mhm. Übrigens, ich zwänge mich gerade, ja. Ich zwänge meine Hand gerade in den Hintern einer unschuldigen Puppe. Das ist nämlich meine Lieblingsfigur, das ist Alf. Ja. Und das war der Außerirdische mit der Vorliebe für Katzen. Und zwei Dinge gab es unverwechselbar an ihm. Ja. Das war natürlich die whiskygegerbte Stimme und es war sein Lieblingsspruch. Wie ging der jetzt wohl nochmal? Null Problemo, greif mir mich dauernd den Rücken rein. Ja, er lebt. Er lebt. Und der Mann, der das so wundervoll getan hat, den wir dafür für immer lieben werden. Hier ist der Tommy Pieper. Wunderbar. Na dann. Letztlich. Ja, es ging einfach nicht anders mit dem Rücken. Ohne Quatsch, wie hieß denn das im Original? No Problem? Was hat die haben gesagt, die haben No Problem gesagt und in den ersten Manuskripten, in den ersten Dialogbüchern stand drin, kein Problem. Ja. Und da habe ich gesagt, wieso? Das ist doch eine Serie für die Kids, irgendwie, das wird doch lustig. Ja, und Siegfried Rabe hat also die ganzen Texte geschrieben und da habe ich gesagt, lasst mich doch mal bitte eine Viertelstunde irgendwie, geht doch mal alle raus und ich kam gerade aus Ibiza, aber da heißt das ja El Problema, also Problema ist halt Problemo italienisch. Ich denke, Null-Bock-Generation, das war gar nicht die Zeit. Ja, ja. Nullinger ist ein bayerisches Wort für niemand. Ja. Bist der Nullinger, Nullinger Bock, Nullinger Problem, Null Problemo. Du bist also selber draufgekommen. Ja, ja. Dann haben die gesagt, ja, du hast nicht alle Statistik. Wunderbar. So kommen diese großen klassischen Sprüche dann zustande. Ja. Sag mal, ist es heute noch so, dass wenn du irgendjemand anrufst, und die Menschen kreischen entzückt am Telefon, mich ruft Alf an? Nee, also doch manchmal noch, ja. Also ich bin vorhin gerade in der Economy-Klasse mit der Lufthansa gefahren und denke, ach Mensch, früher war das so, da hatten die Leute alle noch Geld, auch die Lufthansa, ne? Schöne erste Klasse. Nein, gar nichts. Und ach, das ist doch schön hier, wunderbar. Nee, aber ich habe gesagt, oh, ist ja toll, das bemerkt einen gar keiner. Die haben gesagt, ach, möchten Sie ein Kissen haben und so. Ein Kissen haben wir im Moment nicht da. Ich gehe raus an den Eingang und gehe raus und dann sagt die Stewardess, warten Sie doch mal. Da bekam ich ein kleines Geschenk mit so zwei kleinen Champagnerfläschchen drin. Und da stand eine Postkarte, handgeschrieben von der Stewardess. Ja. Vielen Dank für viele Jahre, Alf. Wie schön. Aber es gab ja auch noch andere Auszeichnungen. Also schauen wir doch mal hier zusammen mit Alf. Es gab die Goldene Kamera. Die Goldene Kamera gab es damals für Alf. Ja. Wie viel Folgen hast du gesprochen, Alf? Ich glaube, ich habe 100 Stück, ja, 100. Mehr gab es nicht. Ich habe mal genau gedacht, es waren 102, hast du gemacht. 102 Folgen, es sind aber nur 100 gesendet worden. Aber wieso das? Ja, das ist wieder, was ich mich frage. Warum hat das ZDF 2 nicht gesendet? Alf war zu sexy. Ja. Das wird es gewesen sein. Ach so, aber wie es immer ist. Wie es immer ist. Das sind, es gibt eine kleine Moselgemeinde, die hieß ja auch Alf. Die waren sehr gebeutelt, weil immer ihre kleinen Schilder abmontiert wurden. Du bist aber nie zum Ehrenbürger von Alf gemacht worden. Nee, sie sind im Kreis Koch im Zell oder so. Gibt es da so einen Ort? Gibt es wirklich einen Ort? Ja, ja, echt, das war natürlich eine kleine. Nicht? Das haben wir nachmachen lassen. Das ist nicht echt, haben wir nicht abgeschraubt. Aber das nicht. Kein Ehrenbürger. Nee. Du hast wahnsinnig viele Dinge. Ich meine. Alf wird dich natürlich nicht verlassen, weil das ist ja dann so. Das war ein großer, wichtiger Punkt in der Aufzählung. Aber also das mit der Kloschüssel. Was, Kloschüssel? Die Stimme kommt aus der Kloschüssel, habe ich vorhin gehört. Wer hat denn das gesagt? Jemand das war bestimmt Herr Kalkofen. Wahrscheinlich. Nein. Das war ein großer Grund. Du hast ja noch viele andere schöne Dinge gemacht. Als Sprecher, als Schauspieler, Serien, Filme. Ja. Sag für uns doch jetzt mal hier, was ist deine persönliche Lieblingsserie? Was muss da noch kommen? Es sind ja nicht mehr viele Plätze da. Was da jetzt noch kommen was müsste. Was würdest du dir wünschen, käme jetzt noch also, in Serie? Sowas nochmal wie Dornenvögel. Aha. Ja, gut. Ich. Also da würde ich auch kein Essen auf den Tisch tun. Ja, okay. Tommy, ich danke dir, dass du hier warst. Und es kommen nicht mehr viele Plätze nach Alf. Was könnte noch beliebter sein? Es gibt noch 9 Plätze und wir machen eine kurze Pause. Sie können was für Ihre Haushaltskasse tun, 5.000 Euro. Ich gebe einen kleinen Tipp.
Trug Madlum nicht das berühmte Helgoland-Hemd? Ha? Nutzen Sie Ihre Chance auf 5.000 Euro. Wir wollen wissen, auf welcher Insel ermittelt TV-Detektiv Magnum? A. Hawaii oder B. Helgoland? Rufen Sie an 01379 200. Den Gewinner geben wir am Ende der Sendung bekannt. Kultserien des deutschen Fernsehens. Hella. Vicky. Was wäre denn für dich eine Traumrolle? Jetzt mal abgesehen von Little Joe. Hoss. Die Weste würde mir am Ende auch direkt passen. Gut, Bonanza hatten wir jetzt schon. Wollen wir mal gucken, ob bei den Nächstplatzierten was für dich dabei ist. Hier kommt unsere kommen unsere Plätze 9 bis 5. Amerika im Bürgerkrieg. Dieses Südstaaten-Drama und Epos mit Patrick Swayze. Wo sehr, sehr anschaulich dieser ganze entsetzliche Bürgerkrieg und die Auseinandersetzung mit den Südstaaten und die Ideologie der Südstaaten und der Nordstaaten dargestellt wurde. Auf dem Weg zur Militärakademie lernt Ori Maine aus dem Süden den Nordstaatler George kennen. Pennsylvania, Lehigh Station. South Carolina. Ori und George, eine lebenslange Freundschaft. Ori! In dramatischen Zeiten. Wir sind gute Freunde. Und wenn wir uns diese Freundschaft erhalten wollen, dann gibt es gewisse Dinge, die wir uns nie sagen dürfen. Es ging um große Gefühle, es ging um Krieg und es ging um Verlieren und Wiederfinden. Und es ging um eine unmögliche Liebe. Dann erkläre ich euch vor Gott dem Herrn und den hier Versammelten zu Mann und Frau. Meine Frau liebt es, kriegt eine Gänsehaut nach der anderen und weint wie ein Schlosshund. Und jetzt sag mir, dass du mich nie wiedersehen willst. Ich liebe dich doch auch. Da schmolz man dann dahin und dachte auch, ja, ich möchte da auch sein und ich möchte Patrick Swayze küssen. Ich schwöre bei Gott, ich bin unschuldig. Dr. Richard Kimble auf der Flucht. Das waren Gassenfeger. Da waren die Straßen leer, wenn das kam. Knapp 100 Folgen schwarz-weiß. David Jensen war sein Name. Wegen Mordes an seiner Frau wird Richard Kimble zum Tode verurteilt. Möge Gott ihre arme Seele gnädig sein. Er ist unschuldig. Vor der Polizei flüchtet er quer durch Amerika. Der hatte ja nun auch so ein gehetztes Gesicht, dieser arme Schauspieler. Ist ja auch natürlich bitter, auf der Flucht zu sein. Das fand ich ein bisschen langweilig zu gucken. Ich wusste ja, brauchte ja bloß ins Programm zu gucken. Nächste Woche geht's weiter. Also wusste ich, er wird nicht erwischt, er ist weiter auf der Flucht. Seine einzige Begleiterin, die Hoffnung. Die Hoffnung, dass der Tag kommt, an dem er sich wieder Richard Kimble nennen darf. Das ist ja nach einer echten Begebenheit gedreht worden. Er war der echte Dr. Kimble, Sam Shepard, Arzt aus Ohio. Bis zu seinem Tod beteuerte er seine Unschuld. Sein Sohn hat das ganz viele Jahre später nochmal aufgerollt, weil er die Unschuld des Vaters beweisen wollte. Erst 1997 wurde der Fall endgültig aufgeklärt. Der wahre Mörder war Richard Eberling, der Fensterputzer der Shepherds. Dienstagabend im ZDF, ca. 20.15 Uhr oder 21 Uhr. Mit Tony Curtis und Roger Moore. Nicht wahr? Hallo, Sie. Schmusebacke. Würden Sie Ihren Kachelofen freundlichst beiseite stellen? Man möchte passieren. Na, ist denn der Mensch hartnäckig im Verkehr? Roger Moore war der englische Adelige und der Amerikaner wurde dann gespielt von Tony Curtis. Die haben tolle Fälle gelöst, haben wahnsinnige Frauen abgeschleppt. Entschuldigen Sie, belästigt Sie dieser Mensch? Ist er ein Freund von Ihnen? Gott behüte, ich bin sein Psychiater. Sehr witzig, sehr gut, auch super Dialoge. Weg mit der Gardine und Platz im Plüsch. Dazu haben wir keine Zeit. Oh, für einen kleinen Quickie ist immer Zeit. Die hatten Sprüche drauf, die waren einfach heiß. Inspektor wer? Headstone, Kopfstein. Mein Vater hat das Pflaster erfunden. Es gab eine Zeit, wo wir in der Schule versucht haben, untereinander nur so zu sprechen wie bei die zwei. Sleep well.
Schlüssel in Ihr Bett gestellt. Wir wussten aber damals auch dank der Hör zu, dass die in Amerika gefloppt ist, die Serie, und in Deutschland nur so ein Riesenerfolg war durch die Synchronisation. Rainer Brandt, also ein Synchronregisseur und Drehbuchautor und sehr, sehr guter Sprecher, der hat diese ganze Serie gemacht. Dann gut Schluck auf. Danke, ich wünsche dir auch viel Amüsement. Was wollte ich noch? Ach ja, also dann bis vorgestern. Mach's gut und vielen Dank hierfür. NSD, nicht zu danken. Am nächsten Tag nach der Sendung konnte man viele der Begriffe überall, in der U-Bahn, in der Straßenbahn, im Bus, konntest du das hören. Alles unterhielt sich darüber und da war es klar, dass es ein voller Ankommer war. Ach so, ja, hätte ich fast vergessen. Gute Nacht, Willi. Glauben Sie vielleicht an die Existenz von Außerirdischen? Akte X, ganz toll. Scully und Mulder, das war richtig, ey, das war mal was ganz, ganz Neues, super gruselig. Also, es gab es noch nicht so eine Vermischung zwischen, sagen wir mal, Kriminalfällen und sehr skurrilen Sachen. Das ist der absolute Wahnsinn. Wissen Sie, was das bedeuten kann? Ein sehr auffälliges Merkmal sind die großen Augenhöhlen. Und die Schädelform deutet darauf hin, dass es sich nicht um einen Menschen handelt. Sie halten dieses Wesen doch nicht wirklich für so etwas wie einen Außerirdischen. Sehr intelligent. Also ich bin sowieso ein Fan von so Psi-Gedöns. Ich glaube, hier geschehen eigenartige Dinge. Möglicherweise hat das etwas mit Okkultismus zu tun. Er hat immer so diesen Geruch gehabt von wegen, ah, das gibt's alles, wir wissen nur nicht, wo es ist. Ja, und das fand ich immer ziemlich albern. Mach mal das Licht aus, du Arschloch! Tada, tada, tada. Der gute Tatort. Ist die Musik nicht von Doldinger? Vorspann ist gruselig. Da habe ich mich als Kind gegruselt. Da war ich schon fertig und hat meine Oma gleich gesagt, ab ins Bett, mein Lieber. Das ist zu viel für dich. Hat mich jahrelang fasziniert, dass der mit den Augen sich darüber beklagt, dass er wohl einmal für seine Augen irgendein kleines Geld bekommen hat und dann nicht mehr. Ich habe gemacht 5 Tatorte. Davon wurde einer zum schlechtesten Tatort aller Zeiten gewählt. Wer kann das schon von sich sagen? Dieser wurde zum besten aller Zeiten gewählt. Reifezeugnis von Wolfgang Petersen. Hat der Mann sich an ihn vergangen? Nein. Mit der blutjungen Nastja Kinski, die natürlich auch so was Lolita-haft Verführerisches hatte. Nastassja Kinski als 15-Jährige, die ihren Lehrer liebt. Diese Nacktszenen sorgten 1977 für Aufsehen. Also das war schon sehr gut, glänzend. Mein Gott, wie lange gibt es jetzt den Tatort? 40 Jahre, 30? 35 Jahre, genau. Das sind 600 Folgen mit über 70 Ermittlern. Hauptkommissar Ehrlicher, Mordkommission Leipzig. Charles Brauer und Manfred Krug. Felmi und Schwarzkopf, das waren meine absolut liebsten Tatörte. Ulrike Volkerts. Überragend, natürlich Götz George. Schinny war einfach legendär. Legendär. Es kann einem doch gar nichts Glücklicheres passieren, als Tatortkommissar zu werden. Das war groß. Tatort. Ich erinnere mich noch gut. Da war ich 10 und wollte zum ersten Mal Tatort gucken und das natürlich heimlich. Es würde heute einen 10-Jährigen nicht mehr rühren. Ich kam wirklich nur bis zum Vorspann, dann war ich am Ende. Diese Augen und das Ding, da war ich schon weg. Da war ich schon weg, ja. Was waren deine, also du hast es eben gesagt, ja, glaube ich, ne? Felmi, Schwarzkopf? Ja, also Klaus Schwarzkopf, unübertroffen. Ja, selbst sogar ja, auch als Stimme von Columbo. Also als Klaus Schwarzkopf gestorben ist, fehlte der ja nicht nur im Tatort, der fehlte ja auch als Stimme von Columbo. Aber da ein großartiger Schauspieler, aber ja, im Tatort hat er was sehr gefehlt. Felmi mochte ich auch. Ich mochte auch immer, deswegen mag ich Columbo auch. Ich mag immer gerne diese betulichen Kommissare, die was mit dem Kopf lösen und nicht immer sofort einem irgendwie in die Mappe hauen, wenn sie reinkommen. Also natürlich finde ich Götz-George auch großartig, aber ich bin prinzipiell nicht so ein Fan von Action. Ich bin ein Fan von intelligent gestricktem Fall. Das gemächlich-investigative. Genau. So ist es. Ich weiß nicht, ob du dich noch und ob Sie sich zu Hause da noch so dran erinnern. Es gab immer ganz viele Gastauftritte von Prominenten. Also ich weiß nicht, Hugo Egon Balder war mal dabei, ja. Gitte war da, Dieter Thomas Heck, Friedrich Nowotny, Roger Moore. Ja. Unglaublich, aber der schönste Auftritt, ja, das habe ich dann extra noch recherchiert, das war Berti Vogts. Oh ja, als Nachbar. Da war ich dabei. Und er sagt den Satz, ich lese ihn vor, geben Sie dem Kaninchen eine Möhre, es hat es sich verdient.
Das war Berti Vogts Tatortsatz. Du weißt das noch, ne? Ja. Sätze wie, ja, die gehören in Marmor gemeißelt, finde ich. Was man natürlich auch nie vergisst beim Tatort, das sind diese wunderbaren Songs. Nicht? Eigentlich immer mit Hitgarantie, Gott sei Dank nie von Berti Vogts gesungen, aber da gab es großartige Wobei Sachen. Wobei man dazu sagen muss, dass das der Kommissar schon etabliert hat. Das stimmt. Alles, was im Kommissar an Mucke war, war in der nächsten Woche in den Charts Nummer 1. Und der Tatort machte wunderbare Dinge. Da gab es natürlich Faust auf Faust mit Klaus Lage, da war Joe Cocker. Da gab es die ungewöhnliche deutsche Band, Tangerine Dream oder Can, ganz alt, mit Spoon. Gab auch die etwas gewöhnliche deutsche Band, Blue System. Und wir machen es gleich spannend wie im Tatort. Was sind die beliebtesten Kultserien Deutschlands? Die nächsten 4 Plätze. Wenn Sie ein bisschen ausharren, dann werden Sie es gleich wissen. Und nutzen Sie die Pause. Ne? Machen Sie uns um 5.000 Euro ärmer, ich bitte Sie. Nutzen Sie Ihre Chance auf 5.000 Euro. Wir wollen wissen, auf welcher Insel ermittelt TV-Detektiv Magnum? A. Hawaii oder B. Helgoland? Rufen Sie an 01379 200 400. Den Gewinner geben wir am Ende der Sendung bekannt. Hier sind wir wieder bei den allerbeliebtesten Kultserien des deutschen Fernsehens. Bei mir, Hella von Sinnen, eine bekennende Serienverschlingerin. Ja. Sehr, sehr traurig, weil jetzt sind wir schon bei den ersten 4 Plätzen und unsere kleine Farm ist noch immer nicht in Sicht. Wie, und kommt auch nicht? Ja, ich weiß nicht. Wir gehen es vorsichtig an und schauen mal auf die Plätze 4 bis 2. Ganz vorsichtig. Hat einen damals ja wachgerüttelt. Das war ja so eine der ersten Serien, wo drüber diskutiert wurde, wo in der Schule darüber gesprochen wurde, was jeder geguckt hat, weil es einfach unglaublich war. Es erzählte die Geschichte, wie die Sklaven nach Amerika kamen. Kunta Kinte wird nach Amerika verschleppt. Immer wieder versucht er zu fliehen, vergeblich. Die Sklavenhändler wollen seinen Willen brechen. Du verstehst mich, Toby. Du verstehst mich ganz genau. Man wusste ja irgendwie Sklaven, Amerika und so, aber dass man das dann so sieht und nachspüren kann, wie es dem Menschen gegangen ist, das war, glaube ich, ziemlich neu. Wie heißt du? Kunta Kinte. Ich werde dir den Namen schon noch beibringen. Du heißt Toby. Wie ist dein Name? Toby. So ist gut, Nigger. Sehr beeindruckend. Und er schrieb Roots. Alex Haley, ein Nachfahre von Kunta Kinte. Für die Aufarbeitung seiner Familiengeschichte erhält der Autor zahlreiche Auszeichnungen. Und das Heimatdorf von Kunta Kinte im westafrikanischen Gambia wird zur Pilgerstätte. Heute gibt es noch touristische Führungen zu den Ursprüngen. Auf diese Insel vor Afrikas Westküste sollen die Sklaven verschleppt worden sein. Und von hier brachten Schiffe sie nach Amerika. Was die Sklavenhändler hier den Eingeborenen angetan haben, das ist einfach nur furchtbar. Soll er doch Tobi zu dir sagen, du weißt, wer du bist. Kunta. Der wirst du immer sein und bleiben. Kunta Kinte. Absolute Straßenfeger. Wenn Stahlnetz lief, dann war wirklich kein Mensch auf der Straße. Aufmachen, Polizei! Das waren die ersten wirklich gut gemachten Krimis. Noch am gleichen Tage begann die Fahndung mit einer Mitteilung in den 2. Nachrichten des Süddeutschen Rundfunks. Sehr, sehr gut gemacht. Immer wenn irgendwie Fakten kamen oder wenn was ganz besonders dramatisch war. Moment. Auf welchem Stuhl saß ein junger Mann? Na hier. Immer nach realen Kriminalfällen gedreht von Jürgen Roland und Helmut Lange war einer der Kommissare. Das ist Ihnen wohl gleichgültig, wie? Sie hat nichts mit der ganzen Sache zu tun. Aber Sie haben was damit zu tun. Das habe ich gestern schon gesagt, ich habe nichts damit zu tun. Das kaufe ich Ihnen nicht ab. Das kaufe ich Ihnen nicht ab. Ja, das war das erste Stahlnetz 1958. Regisseur Jürgen Roland und Schauspieler Helmut Lange.
Stahlnetz, das waren authentische Kriminalfälle, gedreht mit Unterstützung der Polizei. Wieso, Sie brauchen nur die Eier nicht zu essen? Da warst du im besten Mannesalter zu der Zeit. Da war ich genau 37. Ich hatte gute Beziehungen zur Kriminalpolizei, kriegte also die Handakten, was heute gar nicht mehr möglich ist. Und es war damals eben der Witz, dass wir noch echte Leute, die an den Verbrechen beteiligt waren, meistens natürlich auf der positiven Seite, zwangsläufig, die anderen saßen ja im Knast, dass wir die mitspielen ließen. Es gab noch keinen Computer. Es gab wirklich Handkarteikästen, wo sie denn blätterten, sagten, der könnte, ja, das musste alles rausgezogen wieder rein. Diese Handmade-Kriminalarbeit war irrsinnig. Auf jeden Fall war es eben damals ein Erfolg, dem wir alle, die wir dabei waren und die noch leben, bis an unser letzter Schnaufer verhaftet haben. Ja. Ja. Bissig, böse, satirisch und hat irgendwie gezeigt, wie furchtbar es eigentlich ist für eine kleine Familie, sich so den normalen Traum von einem Eigenheim zu erfüllen. Wenn die Putzer kommen, müssen sie das vorher abdecken. Die schmeißen nämlich mit ihrem Mörtel rum, das geht nachher nicht mehr aus dem Holz raus. Herr Semmelig, Augenblick. Mit deinen Worten, alles geht schief. Mensch, was machen Sie denn da? Das soll doch die Rahmen schützen. Rahmen gehören hier nicht rein, solange ich nicht durch bin. Ja, aber jetzt sind sie nun mal drin. Die Baugenehmigung stimmt nicht mit dem überein, was gebaut worden ist. Die Finanzierung klappt nicht und überhaupt arbeiten die Handwerker wahrscheinlich auch schlecht. Aber Ihr Vater hat mir doch fest zugesagt, dass er den Bau jetzt zügig durchzieht. Mein Vater ist nicht da und ich weiß keinen Bescheid. Weil wir doch ohnehin mit der Zeit knapp sind. Mein Vater ist nicht da und ich weiß keinen Bescheid. So wurde jeweils der Bauunternehmer, der sie alle über den Tisch gezogen hatte, entschuldigt. Das war der erste große Erfolg von Dieter Wedel. Ich erfuhr, dass ich die goldene Kamera bekam, da lag ich gerade in der Badewanne und die besorgte Frage des Chefredakteurs, der hört zu, war, ob ich denn über ein Smoking verfügen würde. Und weil er irgendwie so den Eindruck hatte, vielleicht ist das irgendwie so ein 68-Linker. Goldene Kamera für Dieter Wedel und Günther Handke. Den Smoking stellte Dieter Wedel später in Rechnung. Im Leben. Und da hat er gesagt, warum müssen wir das zahlen? Da habe ich gesagt, naja, weil ihr das doch PR-mäßig ausnutzt. Also müsst ihr auch den Smoking bezahlen. Haben die gemacht. Damals war auch toll, müssen wir darauf achten, wenn man das sieht, Dagmar Berghoff als erotische Nachbarin. Mhm. Ich bin ängstlich allein hier draußen in dem Haus. Mein Mann ist tagsüber in der Schule, manchmal ist er abends auch noch weg. Und wenn dann der Wind so über die Felder streicht und die Bäume rauschen? Ja, ich war die Nachbarin, die immer misstrauisch guckt, weil ihr da immer Bauutensilien wegkam. Im Film bringt das Chaos die Bauherren zur Verzweiflung. Wer jemals bauen will, sollte sich bitte vorher einmal alle Folgen anschauen. Es ist völlig egal, dass das über 30 Jahre alt ist. Heute wird noch genauso gebaut. Ja, das macht doch so richtig Lust auf Eigenheim. Ich meine, wir waren damals ja noch nicht im baufähigen Alter, aber da stand einem doch schon die Panik im Hirn, dass man niemals bauen möchte, wenn man mal groß wird. Ich deshalb auch niemals gebaut habe oder auch nicht auf die Idee käme, mir ein Haus irgendwie zu, weiß ich nicht. Das hat mich damals auch nachhaltig beeindruckt. Ja, Herr Wedel, vielen Dank. Ja, danke, Herr Wedel. Vor allem auch nochmal danke für Ihre Frisur, 72 bei der goldenen Kamera. Nein, aber es war wirklich eine ganz große Serie. Eine große Serie, hat ja davor noch ein paar andere Teile gemacht. Und was ich jetzt toll finde, ist, was in unserer Top 5, also in der Top 5, was da doch für gehaltvolle Stoffe sind, meine Damen und Herren. Ja, erstmal deutsche Produktion und dann auch eher Drama als Comedy. Ich bin auch überrascht. Ja, das finde ich aber ganz schön. Dann 47% der Deutschen haben damals, 1972 war das mit der Familie Semmeling, gelitten. Aber es kommt noch schlimmer, weil dieses Haus der Semmelings, das gibt es nämlich wirklich. Und zwar an der Alsterquelle 13. Den Ort verrate ich jetzt mal nicht, aber wir waren dort und wir haben sie besucht. Die wahren Semmelings. Echt? So sind wir dann eingezogen. Über Sandberge und Blöcke. So war es im Film. Da war ja nichts. Nur totale Mondlandschaft.
Und das sind Hans und Ursula Fischer. Sie zogen 3 Monate nach den Dreharbeiten in das Filmhaus ein und leben hier bis heute. Und in dieses Haus sind wir am 22. Dezember 1971 eingezogen. Und wir wussten nicht, dass hier vorher ein Film gedreht worden ist. Das ist der Kamin, der auch schon bei den Semmelings gequalmt hat. Als wir unseren ersten Besuch hier hatten, haben wir den Kamin eingesteckt und es qualmte genauso fürchterlich. Das war eine Blamage. Aber jetzt geht er wieder. Das geht ja nicht auf. So langt's aber. Wenn wir das wieder rausreißen, hält das nicht mehr. Du, hör schon mal. Aber so kann ich die Küche nicht abnehmen. Und hier in der Küche ist das wie im Film auch, der Schrank passt ab. Also richtig Chaos, ne? Richtig Chaos und die Geräte waren nicht da und einige passten nicht. Und also als Hausfrau ist man dann natürlich ganz schön gelangweilt. Wackelt. Das ist ja nur wirklich eine Kleinigkeit. X gibt einen Abzug. Da, nicht gestrichen. Die Treppe ist nicht fertig. Ganz unsauber. Dies hier ist ein weiterer Baumangel. Denn hier zog es durch wie Hechtsuppe. Und da wir im Winter hier eingezogen sind, kamen kalte Fallwinde runter. Es war äußerst unangenehm. Der Ärger ging weiter. 2 Monate nach dem Einzug lief Einmal im Leben im Fernsehen. Mit der Ruhe war es danach vorbei. Ja, wir kamen uns vor wem zu, weil die Leute ja reinguckten und sehen wollten, wie die Leute, die dieses Fernsehhaus gekauft haben, leben. Und dann waren wir auch plötzlich hier ein Ausflugsziel für sonntags. Standen sie auf der vermeintlichen zu bauenden Terrasse und haben sich die Nasen platt gedrückt. Naja, die stellten dann ziemlich schnell fest, dass doch nicht die Semmelings da leben, sondern eben die Fischer, ganz normale Familie. Ja, hier kommt sie, die absolute Nummer 1, ihre Lieblingsserie. Ich sag nur, das linke Kuh und nicht zu dir. Das war eigentlich ein Muss, das zu sehen. Wie kannst du sowas überhaupt mit Disney tun? Ich glaube, davon habe ich nicht eine einzige Folge verpasst. Wow! Das ist doch Schweinkram! Du brauchst ja nicht ausgerechnet dann zu essen, wenn ich mir meine Nägel schneide. Endlich mal eine Serie, die real zeigt, wie es uns allen geht. Die Leute erkannten sich wieder. Sie erkannten ihren Ehefrust wieder, ihren Familienfrust. Das war überhaupt das beschissenste Jahr seit 1949. Was war denn 1949? Da habe ich ja heiratet. Also wenn man so will, die erste erfolgreiche, richtig große deutsche Sitcom. Die Sendung kann man heute alle noch zeigen. Wir sind Comedy vom Besten. Guck du dir die Sendungen mit Schwulen an, mit klassenbewussten Faulpelzen und Nutten, mit Abtreibern und Absaugern. Ich guck mir die Sportschau an. Mit großartigen Schauspielern. Das war immer aktuell auf der Höhe der Zeit. Da war ich höchstens 6 oder 7, als das im Fernsehen lief. Ich glaube, ich habe auch ein Drittel nur der politischen Jokes verstanden. Wenn es um die Sozis ging, habe ich immer fleißig mitgebrüllt. So ein Anarchist wie du, der kann sich natürlich nur in einem Chaos wohlfühlen. Es waren eben auch wunderbare Texte von Wolfgang Menge. Mitten aus dem Leben. Oh. Geht's ums Prinzip, die Arschloch? Dem Wolfgang Menge ist damit eine Top-Serie gelungen, die den Zeitgeist verkörpert hat. Wolfgang Menge lebt heute auf Sylt. Vor 32 Jahren erfand er Ekel Alfred. Im Grunde ist das ja kein Mensch, den es gibt, wenn Sie so wollen. Es ist irgendwo ein Nazi natürlich, aber es glaube ich, meine, so gut kenne ich die Nazis nicht, aber es hat nie einen Nazi gegeben, der sich seine Füße in einer Salatschüssel wäscht. Nicht? Das heißt, er ist zusammengesetzt aus vielen Defiziten von Menschen, die man um sich herum hat. Ekel Alfred, Darsteller Heinz Schubert, starb 1999. Das ist seine Tochter, Katrin Viehfeig. Als Teenager half sie dem Vater beim Textüben für die Rolle seines Lebens. In so einer Forsa-Umfrage mit von 6000 Leuten gewählt zu werden, also das hätte mein Vater bestimmt sehr stolz gemacht. Das macht mich auch sehr stolz, zumal wenn man bedenkt, dass die Serie vor 30 Jahren gedreht worden ist. Grandios.
das schön? Ein Herz und eine Seele auf Platz 1. Alfred Tetzlaff hat die Nation sehr beschäftigt und gespalten. Der wunderbare Schauspieler Heinz Schubert ist ja leider verstorben, auch die großen Darsteller Dieter Krebs und Helga Feddersen. Aber wenn ein Mensch uns was über Heinz Schubert erzählen kann, dann Sie. Sie war noch nie im Fernsehen, hat noch nie ein Interview gegeben, aber hier ist sie, die Tochter von Heinz Schubert, Katrin Fiffey. Ich freue mich sehr. Hallo. Frau von Sinn. Frau Fiffey, wenn ein Schauspieler eine Rolle so genial ausfüllt, wie Ihr Vater, den Alfred Tetzlaff, dann passiert es den Menschen ja oft, dass sie Rolle und die private Person durcheinander werfen. Ja. Also erzählen Sie uns mal ein bisschen über Ihren Vater. Wie war er privat? Mein Vater war privat ganz anders als im Fernsehen. Das ist ganz klar. Er ist ein guter Schauspieler gewesen, hat seine Rollen geübt. Er hat sich sehr auf die Rolle vorbereitet, aber er war im Grunde genommen genau das Gegenteil. Also er war höflich, zuvorkommend, nett, sensibel. Ja, wir hätten es eigentlich nicht anders erwartet, um das so spielen zu können. Aber jetzt weiß man ja nun wirklich, dass die Menschen auf der Straße das verwechseln. Ja. Das heißt, das war ja damals ein Riesenerfolg. Und wenn Sie jetzt mit Ihrem Papa irgendwo im Restaurant waren oder essen waren. Da können wir uns mal ein Mädchen sagen, hier ist die Familie, wie Sie damals bei Samba. Wo sind Sie denn? Ist jetzt zum Beispiel, sind Sie das hier? Fest? Oder? Ja. Ja, genau. Und ist denn zum Beispiel Ihr Vater so, sag ich mal, so richtig gedisst worden, wenn ihr zusammen essen wart, von wegen irgendwelchen Leuten, ey, pass mal auf, du rechte Sau. Und nein. Nein, das ist nie passiert. Er ist angesprochen worden oder hey Alfred oder hallo oder guten Tag Herr Tetzlaff, also so schon mit dem Nachnamen der Serie angesprochen worden. Also er ist eigentlich nie angegriffen worden von Publikum. Niemals. Die Serie war ja so provokativ, dass sie ja sogar, er war auch im Spiegel als Alfred Tetzlaff natürlich, als der hässliche Deutsche. Wie hat er darauf reagiert? Also ich meine, dass man mit einer Rolle auf dem Spiegel ist, das ist ja schon was sehr Außergewöhnliches. Natürlich ist das toll, ja klar, es ist eine Sensation. Aber das hat, hat er so die Ausschnitte, also vor allem die Kritiken gesammelt? Ja, das hat er getan, er hat alle Kritiken gesammelt, alles abgelegt, er hat es teils geordnet, teils nicht geordnet, weil es dann natürlich unüberschaubar viel wurde. Aber das ist doch toll, das heißt doch, dass er seine Rolle toll ausgefüllt hat und so hat er das auch aufgefasst. Sie waren ja damals 16, glaube ich. 15, 16 und... War das für Sie komisch? Also gab es da irgendwie Probleme, wenn das Papa jetzt Alfred Tetzlaff war? Ja, also ich, für mich als Kind war das schon schwierig, oder als Jugendlichen war es schon schwierig, wenn die Schüler oder die anderen meinen Vater mit der Rolle identifiziert haben, weil er war eindeutig nicht dieser Mann. Und wenn auf einmal Leute, die uns kannten oder Leute wie die und ich mich ansprachen und meinten, er wäre nun so, das war schon irritierend für mich, sehr irritierend. Sie haben richtig mit ihm zusammen geübt, glaube ich. Sie haben die Rolle abgehört und alles. Mm. Also waren richtig mit involviert in ein Herz und eine Seele. Ja. Hatte er denn irgendwie Probleme dann mit der, es war ja eine Riesenpopularität natürlich dieser Figur, aber des Schauspielers. Hatte er damit Probleme? War das für ihn dann ein bisschen schwierig, ins Kino zu gehen, einzukaufen, all diese Dinge? Ja, also es gibt so eine Geschichte, er ist, nachdem er populär geworden ist oder nachdem die Serie im dritten lief, wollte er in Köln ins Kino gehen und da war die noch nicht im ersten, sondern nur im dritten. Stand also an der Kinokasse, hat sich hinten angestellt, auf einmal stupst der eine den anderen an, die ganze Kinogesellschaft dreht sich um, die alle vom Kino standen, gucken ihn an und sagen, guck mal, da ist Alfred und mein Vater natürlich weg. Durch die Mitte. Also der hat dann das Weite. War denn noch der erschrockene Theaterschauspieler, der auf einmal diesen Fernsehen Ruhm hat und dann noch weglaufen wollte? Das wollte ich jetzt fragen. Hat ihm das irgendwie in seiner Karriere als Theaterschauspieler geschadet, dass Regisseure gesagt haben, den Schubert können wir nicht mehr besetzen? Das Theater ist ja immer ein bisschen klüger als das Fernsehen. Ich glaube, da kann man dann immer noch schön weiterspielen. Nur im Fernsehen war es dann wahrscheinlich schwierig. Ja. Katrin Fiffey, vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Das war die absolute Lieblingsserie der Deutschen, ein Herz und eine Seele. Also ich finde diese Nummer 1, das hätten Hella und ich auch nicht besser machen können. Wir gratulieren an dieser Stelle auch nochmal Wolfgang Menge und natürlich auch noch den Kollegen, die es ja zum Glück noch gibt. Wiedemann, Krekel, Glückwunsch! Große Arbeit, wunderbar. Katrin Fiffey, vielen Dank. Ich bedanke mich bei meinen Gästen. Das waren sie, die beliebtesten Kultserien. Katrin Fiffey, vielen Dank. Hella von Sinn, vielen Dank. Kommt mit mir in die Mitte. Richard Chamberlain.
Thank you so much, Tommy Pieper, Chris Norman, unser Mr. Spock Willy Wiegand, Hans-Georg Tiedemann, kommt alle zu mir. Wenn Sie noch einmal alle Platzierungen nachlesen wollen, dann im Internet unter www.rtl.de. Da können Sie die 80 Bestplatzierten finden. Und wenn unter mir jetzt der Name erscheint, dann ist das der Gewinner der 5000 Euro. Da sage ich herzlichen Glückwunsch und Ihnen sage ich eine gute Nacht. Vielen Dank. Vielen Dank. Das war sehr schön.